Ein heißes Duell erwarteten Teams und Zuschauer von der zweiten Partie des EBCC-Halbfinalturniers zwischen Gastgeber Zürich hier in Blau, dem Schweizer Meister sowie dem deutschen Meister ESC Planegg. Für viele galt dieses Spiel als entscheidendes Spiel, wer hinter dem schwedischen Meister ins Finale mit einziehen könnte, wobei allerdings nicht klar ist, ob der schwedische Meister überhaupt diese beiden Teams schlagen wird. Doch der Sieger dieses Auftaktduells hatte natürlich die besten Karten für den weiteren Turnierverlauf. Denn nach dem ersten Auftritt des italienischen Meisters Bozen waren beide Teams hoffnungsvoll, dass Bozen nicht zum Stolperstein werden wird. Somit die ersten beiden Plätze zwischen dem schwedischen und dem deutschen sowie dem Schweizer Meister vergeben werden. Doch der deutsche Meister Planegg tat sich überraschend schwer. So hatten die Züricherinnen durch Lara Stalder auch die erste Chance. Im Tor bei Planegg Nadja Gruber. Eine erste Chance für den deutschen Meister durch Andrea Lanzl. Die hier zum Schuss kommt. Und gleich noch eine weitere Chance bekommt zum Schuss. Folgen Chancen für Zürich durch Isabel Weidacher. Die hier nur knapp verpasst. Sowie im ersten Powerplay für Eva Schwärzler und Christine Meyer. Schwärzler mit der 10, Meyer mit der 16. Doch Gruber bleibt Sieger. Nächste Chance für Zürich. Melanie Hefliger. Aus dem Hintergrund doch wieder scheitert das Schweizer Team an Planeggs Tor, Frau Gruber. Auf der Gegenseite Tina Evers, eine gute Chance, verhindert durch Anna van Hartalo im Schweizer Tor. Auf der Gegenseite Sabrina Zollinger. Doch sie wird geblockt. Ebenfalls in ihrem ersten Abschnitt die Riesenchance für Danielle Ward für Planegg. Und doch sie bringt den Puck am kurzen Eck nicht ins leere Tor unter. Zürich antwortet sofort. Eva Schwärzler. Und Christine Meyer, doch das erste Drittelblatt torlos 0:0. Dies sollte sich im Mittelabschnitt ändern. Wieder Zürich am Drücker. Meyer, nochmal Meyer und Schwärzler. Auf der Gegenseite ergibt sich eine Chance für Planegg im Konter. Über Becker und Ward. Und doch die Linienrichter pfeifen hier diesen Angriff wegen Abseits zurück. Und dann der erste Treffer im Spiel. Angela Taylor auf Lokalmatadorin Eva Schwärzler. Und in der 23. Minute steht es 1:0 für Zürich. Sechs Minuten später ein schlechter Aufbau von Planegg. Abgefangen von Eva Schwärzler, passt zu Angela Taylor, die fackelt nicht lange und erzielt das 2:0 für Zürich. Und Zürich bleibt am Drücker.
bevor sich Planek dann vor dem Tor der Schweizerin zeigt über ihre Schweizer Legionärin Katrin Lehmann. Die Szene umgeschnitten, denn auch für Andrea Lanzl und Julia Zorn ergeben sich anschließend Einschussmöglichkeiten. Hier Zorn. Nächste Chance für Planek im Powerplay durch Monika Bittner. Die dritte oder vierte Großchance, die in so einem Spiel einfach verwertet werden muss, um eine Siegchance zu haben. Das gleiche Powerplay. Und Lehmann ebenfalls aus kürzester Distanz. Im Vergleich zu diesen Chancen dann eher glücklich der 1-2 Anschlusstreffer durch Tina Evers, deren gar nicht mal so starker Schuss von der finnischen Torfrau im Züricher Kasten durch die Schoner gleiten gelassen wird. 37. Minute, neue Hoffnung für den deutschen Meister, doch nur eine Minute später der Dämpfer. Nach einem Schuss von Melanie Hefliger staubt Christine Meyer zum 3-1 für Zürich ab, der alte 2-Tore-Abstand sofort wieder hergestellt. Die Intensität der Partie zeigt die nächste Szene, wo Planex Daniel Ward von den Züricher Verteidigerinnen hart angegangen wird, nur weil sie sich auf einen Meter an die Torfrau herangewagt hat. Eine Strafe für Zürich gab es dafür nicht. Für Planek ein neuer Versuch. Marita Becker auf Julia Zorn. Und dann eine umstrittene Szene. Planek im Angriff, Lehmann zieht vor das Tor. Die Torfrau der Züricherin hat den Puck scheinbar sicher, wird von ihrer eigenen Mitspielerin jedoch bedrängt, fällt um. Und der Puck landet im Tor, doch die Schiedsrichterin gab es nicht, weil sie zuvor bereits abgepfiffen hätte. Unglücklich, da die Bewegung der Torfrau noch nicht beendet war. Auf der Gegenseite Angela Taylor. Und im Powerplay dann die Züricherinnen Taylor, Sarah Benz und Isabel Weidacher. Doch Planek verteidigt mit Glück und Geschick das eigene Tor. Heftiger Einsatz einer Planeker Verteidigerin. Spektakulärer Flug und Strafe gegen Planek. Powerplay Zürich und Angela Taylor, Eva Schwärzle, erneut Taylor und Sarah Benz versuchen ihr Glück. Immer noch das gleiche Powerplay. Und wieder haben Taylor und Benz Einschussmöglichkeiten. Taylors Schuss und der Fußwurf von Benz nachzufassen. Die Entscheidung dann kurz nach Ablauf der Planeker Strafe, das 4-1. Nach einem Schuss von Livia Altmann, den Stefanie Kühne vor dem Tor unhaltbar abfälscht. Dann folgt ein weiterer Aufreger. Planeks Torfrau Gruber nach dieser Situation verletzt am Boden. Doch das Spiel läuft weiter und erst kurz bevor Planek ein Tor erzielt, ertönt plötzlich ein Pfiff und auch dieser Treffer wird nicht gegeben.
Wessen Pfiff das Spiel unterbrach, bleibt ungeklärt. Diskussionsbedarf bei Planex-Spielerin um Sophie Kratzer mit dem Schiedsrichter-Trio. Doch die Entscheidung bleibt, kein Tor für Planek. Das Spiel war entschieden und endet mit zwei weiteren Chancen durch Angela Taylor, die Britin in Zürichs Diensten. Hier die zweite Chance. Doch Gruber rettet zweimal. Es blieb beim 4:1 und die Züricherinnen bejubelten den Sieg als ersten großen Schritt in Richtung erneute Teilnahme am Finalturnier im EWCC. Für Planek ist noch nichts verloren und der Finalanzug ebenfalls noch aus eigener Kraft zu erreichen. Bei der Ehrung zur besten Spielerin des Spiels noch ein kurzer Familientreff. Vater Josef Schwärzler dürfte seine Tochter Eva als beste Spielerin von Zürich auszeichnen. Bei Planek wurde Monika Bittner zur besten Spielerin gewählt. Nach dem zweiten Spiel im EWCC-Halbfinalturnier Dornbirn stehe ich hier mit beiden Trainern von Zürich, die Daniela Diaz vom unterlegenen deutschen Meister Planek, der Michael Lehmann. Stimmen zum Spiel, normalerweise fängt man mit dem Verlierer an, aber Ladies First geht vor. Daniela, was sagst du zum Spiel aus deiner Sicht? Gut, es war eine intensive Partie, sehr physisch gespielt, sehr nervös auch, also auf unserer Seite. Wir haben gekrampft und schlussendlich alles gegeben, aber es ist viel Gegenwind gekommen. Also von der Planet gut gespielt. Relativ schwierig war es, um den Rhythmus zu finden. Viele Strafen gehabt, zu viele Strafen. Und das ist der Punkt, der schon war. Aber ich bin sehr stolz aufs Team und ich bin froh, dass wir da die Punkte haben können mitnehmen und gewonnen haben. Michael, deine Analyse? Ja, wir haben auch nicht gut ins Spiel gefunden, haben uns die ersten 10 Minuten ganz schwer getan, haben eigentlich dann nie richtig ins Spiel gefunden. Letzte Drittel war dann besser. Denke, unterm Strich geht der Sieg für Zürich in Ordnung. Ich denke aber, er ist zu hoch ausgefallen und von dem her wird jetzt natürlich die Ausgangssituation für uns sehr, sehr schwierig. Aber das werden wir dann noch sehen. Ihr habt jetzt gewonnen, habt natürlich jetzt die beste Ausgangssituation. Siehst du das auch so? Beste Ausgangssituation würde ich nicht sagen. Also, wir haben gewonnen, das Ziel war, wir schauen Tag für Tag, dass wir das Spiel gewinnen. Morgen auch wieder schauen wir, dass wir das nächste Spiel gewinnen. Und ja, es ist egal, was für eine Ausgangslage. Wir nehmen es, wie es kommt. Und ja, haben eigentlich ein Tagesziel. Also, feiern heute Abend ist noch verboten. Ah, geniessen, ja. Geniessen. Das dürfen wir schon. Aber feiern nicht, nein. Wie siehst du eure Lage jetzt? Ja, ist natürlich jetzt nicht ideal. Wir sind jetzt unter Druck. Wir müssen jetzt erstmal morgen gegen Bozen gewinnen. Das ist kein Selbstläufer. Dann werden wir wissen, wie dann Zürich gegen Mudo gespielt hat. Und je nachdem, wie die Ausgangssituation ist, wir können mit Sicherheit noch mit 2 Siegen noch eingreifen. Aber wir sind jetzt schon etwas unter Druck. Dann vielen Dank an beide Trainer. Und wir sehen uns dann wohl morgen wieder nach den Spielen. Dankeschön.